Hallöche Leute, willkommen bei Panino Gaming und einer neuen App, und zwar von Baby Bus Heavy Machines, also irgendwas mit Bauarbeiten, Baustelle, sowas. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Ich habe keinen Plan. Okay, Excavator ist anscheinend ein englisches Spiel. Frontloader, okay. Ein Frontlader, hier haben wir einen Kran. Ein Dumptruck, was auch immer das ist. Ein Lade-Dingsbums. Okay, das sind also die Fahrzeuge wohl, die es gibt. Dann fangen wir an mit dem Excavator, oder? Wie geht's? Ah ja, Excavator, okay. Was? Wie, wo, was? Achso, das muss ich hinziehen. Ah ja, okay. Nee. Doch? Hier? Achso, das baut sich selbst an. Ah ja. Okay, dann die Schaufel. So, boom. Okay, Bagger steht. Soll ich draufklicken? Ah ja, dann fährt er, okay. Wir können also stückchenweise fahren. Oder einmal durch. Okay, das hier ist die Welt, die ist klein und niedlich. Warte mal, oh. Ah ja, okay. Wir sollen den Stein zerbersten. Da brauchen wir dieses Teil. Quasi ein... wie nennt man das? Ah! Ah, mir fällt es nicht ein. Mir fällt es nicht ein. Okay, na dann runter damit oder wie oder was? Okay, man kann alles frei steuern hier. Sogar nach vorne und nach hinten. Cool, okay. Na dann drauf auf den Stein, wa? Okay, der ist durch. Ja, dann kommen wir weiter, oder wie? Ja. Schau mal das Ding hoch. So, weiter geht's. Dann können wir hier hinten irgendwas anklicken. Nein. Okay, jetzt brauchen wir die Schaufel. Boom. Auch die können wir wahrscheinlich... ja, komplett eigenständig steuern. Cool, okay. Gut, dann wollen wir das wegschaufeln hier, wa? Hoppa. Zack. Haben wir aufgeladen. Oh, da kommt schon der Bagger. Den können wir auch nachher fahren. Baby Bus. Okay, renn damit. Boom. Weg mit dir. Okay, weiter geht's. Einen haben wir noch, so einen Greifer. Gucken, was wir damit tun. Das ist nochmal Müll. Müll. Das ist nochmal ein Haufen Dreck. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Haufen Dreck. So, einmal eingeladen. Da kommt der Bagger. Mensch. Der Laster, meine ich. Rein damit. Okay. Und wie gesagt, wir haben noch so eine... okay. Sieht aus wie Dr. Panda. Ist es aber nicht. Wir haben noch so einen Greifer. Den will ich auch noch benutzen. Oh, okay, wir ein Haus kaputt machen. Okay. Okay. Hier an den X-Stellen. Oder wie? Ja. Machen wir hier unten ein Stück. Komm mal mit. Bagger. Oh! Oh, das ist schon zusammengefallen. Okay. Cool. Was ist mit dem Greifer? Ich will den Greifer noch benutzen. Hier. Hier, genau. Baumstamm. Den können wir weggreifen. Und zwar... komm mal mit. Oh, wir sind eine Riesenklaue hier. Okay. Zielen und zack. Kommt hier irgendwas zum Abholen? Ah, wieder der Bagger. Mensch! Der Laster. Nicht der blöde Bagger, der Laster. Wow, das war knapp. Aber die passt. Okay, boom. Excavator. Achso, ja, weiter geht's. Ui, da kommt die ganze Zeit Konfetti. Wir haben es was gut gemacht. Können wir mit dem Ding nicht auch das Haus zerstören? Können das Haus greifen. Nein. Okay, wir brauchen das Teil. Diesmal bohre ich mal unten. So ein Bohrer. Das passt doch schon mal. Ein Bohrer. Okay. Brrrt. 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 Oh, Leute. Gleich stürzt das Ding ein. Komm schon. Jawohl. Boom. Tja. Yes. Alles klar. Passt. Weiter geht's. Oh, ein Baumstamm. Warte mal, die können wir vielleicht mal was probieren. Vielleicht können wir den ja trotzdem wegholen. Nein, das ist nicht einprogrammiert. Okay, wir brauchen wirklich den Greifer dafür. Aber ich probiere ja immer gerne rum, ne? Ich probiere mal alles aus. Das ist hier wie ein bisschen auf dem Rummel, ne? Mit so einem... in so einer komischen Maschine da, wo man das da... wo man Spielzeuge sich greift. Was total der... die Verarsche ist übrigens. Weil die Schrauben oben an dem Greifer so locker sind, dass wenn man etwas greift...
es so locker ist, dass es einfach wieder rausfällt. Ob du es perfekt hast oder nicht, es wird einfach wieder rausfallen. In den meisten Fällen zumindest. Die sind eher Verarsche. Aber hier nicht. Der Greifer hier, das ist ein guter Greifer. Ist ja auch ein Baustellengreifer, ne? Okay, weiter geht's. Was gibt's noch zu Baustellen mit unserem Bagger, Dreh, Bohr, Greif, Maschine, Auto. Okay, in der Reihenfolge. So, los geht's. Was mit diesen X'en hier? Brauche ich einfach nur auf den X'en bohren oder wie? Da passiert nichts. Passiert nichts. Ne, ich muss mich schon bewegen, ja, ja. Ich frage mich noch, wofür die X'e da sind. Also ich bin genau drauf. Aber genau auf dem X passiert halt auch nichts. Oh, oder doch? Oh, okay. Ist einfach nur langsamer. Also ohne Animation oder so. Glaube ich. Greifer. Zack. Laster her. Wir wollen den Laster. Boom. Baby Bass. Ja, das Ding fahren wir auch gleich, Freunde. Das Ding fahren wir gleich. Okay, er ist auf jeden Fall zufrieden mit uns. Das freut mich. Ich frage mich, ob es noch so was wie Errungenschaften gibt. Ob man noch mehr freischalten kann vielleicht. Habe ich jetzt zwar noch nicht gesehen. Wäre aber cool, wenn es noch mehr... Wenn es noch mehr... Ups. Oh. Oh, hat gereicht. Wenn es noch mehr Fahrzeuge gäbe, das wäre cool. Wenn man ein bisschen was schafft und dann gibt es noch ein neues. Das wäre zu wünschen. Immer ein bisschen was Neues, ne? Das macht immer am meisten Spaß. Okay, zack, das Bagger mal weg. Wir wollen jetzt mal den Bagger hier komplett ausnutzen, sage ich mal. Bis wir zum nächsten Fahrzeug übergehen. Es gab wie viel? Drei, ne? Oder vier. Kran, Laster, Bagger. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gab. Ich glaube, die drei. Bin nicht sicher. Wir gucken gleich nochmal. Okay. Komm, machen wir noch eins. Also, der Part ist eh gleich vorbei. Komm, da fahren wir noch ein bisschen Bagger. Oder was? Lange nix. Hier ist was. Ganz hoch das Ding. Muss der Laster drunter passen. Und jetzt nach vorne damit. Zack. Weg mit dir. Ich frage mich, wo der den ganzen Dreck hinfährt. Wahrscheinlich einfach 2 Meter weiter vorne auf die Strecke, wo wir das nicht sehen. Lädt er das einfach wieder ab, macht sich klammheimlich aus dem Staub, lacht sich ins Fäustchen. Dann kommen wir jetzt hinterher und müssen das wieder einbaggern. Hier, siehst du? Genau so habe ich es gesagt. Der Typ im Laster, das ist ein richtiger Schelm. Der klatscht uns das hier einfach auf die Strecke und wir müssen es wieder wegbaggern. So funktioniert das, glaube ich. So funktioniert das. Das ist ein richtiger Schelm da vorne, der, wer auch immer das Ding da fährt. Vielleicht bin ich's, also gucken, ob wir das denn einfach auf die Strecke schmeißen. Bin gespannt. Überhaupt, was wir mit dem Teil machen, bin ich schon gespannt. Aber gut. So, weiter geht's. Wir machen nochmal 2 Sachen oder so. Und dann schnappen wir uns das nächste Fahrzeug. Können wir es auch von hinten machen? Ja. Haha, das geht. Okay. Okay. So, jetzt leg mir diesen blöden Dreckhaufen nicht wieder vor mich auf die Strecke, Junge. Bring das irgendwo auf die Baustelle, wo es hingehört. Oder wo auch immer es hingehört. Wir könnten damit auch einen schönen Baggersee machen. Oder so. Oh, hier nochmal ein Greifer. Cool. Na komm. Zack. Oh, der ist ganz komisch eingeklemmt. Aber was soll's, er hält. So, einmal Bagger her. Mensch, ich krieg das nicht auf die Kette. Einmal Laster her, meine ich. Nicht Bagger. Nicht Baggerauto, nicht Bagger. Laster. Okay, er ist zufrieden mit uns. Ja, das ist cool. Wenn der Baumeister zufrieden ist, wunderbar. Okay, Juti. Gucken wir mal zurück. Excavator. Frontloader. Crane! Dump Truck. Ah ja, 4 haben wir. Okay, perfekt. Dann machen wir weiter. Ne, stopp, hier waren wir. Mit dem Frontlader. Und zwar im nächsten Part, Freunde. Wenn euch dieser gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen da, schreibt mir einen Kommentar und abonniert den Kanal. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Macht's gut, Leute. Und ciao.